Was geht ab, Freunde? Brumm ist wieder back am Schluss. Und heute habe ich mir vor euch was ganz anderes, nämlich es geht um Folgendes. Ich bin ja privat ab und zu mal Facebook online und so und schaue mir mal so andere YouTuber an, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen andere GTA-YouTuber, denn ich suche ja, beziehungsweise ich privat, spiele ja auch gerne sehr viel GTA. So, jetzt habe ich auf jeden Fall einen YouTuber gefunden, den ich persönlich früher mal gefeiert habe, beziehungsweise, was heißt gefeiert? Ich habe ihn mal gemocht. Seine Videos waren so zwar immer so lala, also immer so schön monoton, aber seine Videos waren in Ordnung. Die Erklärung war teilweise sehr solide und einfach gehalten. Aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, seitdem er mehr als 10.000 Abonnenten hat, beziehungsweise mehrere tausend Abonnenten hat, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, mehrere tausend Abonnenten hat, ist der Typ einfach so abgehoben und so frech gegenüber seinen Abonnenten und hast du nicht gesehen. Ich muss sagen, ich weiß einfach nicht, was ich so sagen soll. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben und werde das jetzt einfach so nach und nach runterrattern in dem Sinne. Und wem es nicht ganz handelt, habt ihr ja wahrscheinlich schon oben im Titel gesehen. Ich werde es euch sagen. Und zwar geht es halt um Mickey Blue. Ich erzähl mal meine Story. Auf jeden Fall, er hat ein Foto, er hat einen Screenshot hochgeladen mit der Überschrift. Muss ich einmal selber nochmal reinschauen. Überschrift ist Opfer des Tages. Für mich persönlich mit mehr als 14.000 Abonnenten hat man eine gewisse Vorbildfunktion. Und zwar geht es einfach nicht, dass man einfach irgendwelche Leute, ob es jetzt oder Kinder oder Erwachsene, ist ja shit happens, auf jeden Fall irgendwelche Leute als Opfer des Tages betiteln, aufgrund dessen, weil man online beziehungsweise auf seinem Kanal Unlock Alls verkauft. Jeder, der nicht weiß, was Unlock Alls sind, Unlock Alls sind einfach Accounts von GTA, Black Ops 3, MW2, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall in diesem Bereich GTA, wo man einfach jetzt ein Wunschlevel eingeben kann in Höhe von, sagen wir jetzt 3000, GTA-Dollar-Anzahl von mehreren 100 Milliarden und man hat einfach alles frei. Sind es die Erfolge, sind es Kleidungsstücke, sind es Tuning-Teile oder sonst irgendwas etc. Auf jeden Fall habe ich darunter geschrieben und zwar, der Typ ist Mickey Blue, ist 32 Jahre alt ungefähr. Also ich würde sagen so 32, zwischen 30 und 35 Jahre, ne? Sag ich jetzt einfach mal, so wie er sich anhört. 35 Jahre und verhält sich wie ein kleines Kind. So, ich habe nur unter seinen Kommentaren gepostet, dass er doch bitte sein lassen sollte, irgendwelche Kinder, seine Community gegen andere Leute aufzuhetzen, von wegen, grüßt mal schön von mir, hatet ihn mal oder sonst irgendwas. Jungs, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr alle mal ein bisschen erwachsen seid, ne, und nicht alle so monoton in eurem Kopf seid, ne, das geht auch an die Abonnenten, die jetzt wirklich diesen Typen da gemobbt oder sonst irgendwas gemacht haben, ne. Hört doch nicht darauf, was ein einziger fucking Typ sagt, ne, jetzt mal ganz ehrlich. Das sollte jetzt keine Beleidigung sein, aber hört doch einfach nicht drauf, was, wenn Mickey Blue sagt, spring vom Hochhaus, springt ihr alle vom Hochhaus? Jetzt mal ernsthaft, ganz ehrlich, also natürlich nicht, also jeder, der es tut, ist, sage ich jetzt nicht, aber trotzdem, auf jeden Fall habe ich halt einen Kommentar drunter gesetzt, was er natürlich sehr schnell gelöscht hat, was mich nicht gewundert hat. Ich habe halt ein, zwei Kollegen, die auch Mickey Blue abonniert haben und die mir davon abgeraten haben. Ich nehme da kein Blatt vom Mund, weil mich es einfach nicht interessiert. Ich habe meine Meinung, die ich dazu auch jederzeit äußere und jederzeit auch wieder so widerrufen werde, denn ich stehe zu meiner Meinung und ich finde, Mickey Blue ist abgehoben durch seine ganzen, ja, durch das Ganze, was jetzt momentan bei YouTube abgeht. Also ganz ehrlich, wenn man irgendwelche kleinen Kinder anfängt loszumobben und seine Community sagt, ja, grüßt die mal von mir, ne? Es geht ja nicht um eine Person, es geht um ein paar Leute, ob das 10, 20, 50 Leute sind. Es geht einfach darum, dass er die Leute öffentlich demütigt. Auch wenn die alles kostenlos haben wollen, jetzt mal ganz ehrlich, es gibt immer die Möglichkeit, das habe ich auch so reingeschrieben, es gibt immer die Möglichkeit, einfach gar nicht darauf zu antworten. So kenne ich das. Denn jeder, der was von mir will, oder wenn ich jetzt was anbiete, was natürlich sau illegal ist, übrigens, die Unlocks All sind illegal, jeder, der gebannt wird, selber schuld, habe ich kein Mitleid mit, aber soll er machen. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ja, wenn ich als GTA-YouTuber, ne, also wenn ich jetzt als GTA-YouTuber Unlock Alls verkaufe, ne, und dann so einen riesen Tumult darum mache, ne, und mich dann so anpisse, weil einer sagt, du gibst mir jetzt nicht free, ne, also du gibst mir jetzt nicht kostenlos, ich werde dich deabonnieren. Jetzt mal ganz ehrlich, das habe ich auch so geschrieben, jetzt mal ganz ehrlich, dann soll das tun. Das ist doch scheißegal, dann hast du einen, der Typ hat 14.000 Abonnenten, 14.000
1000 Abonnenten, beziehungsweise mehr. So, und pisst sich dann ein, auf gut Deutsch gesagt, weil er ein Abonnent oder weil er eine Abonnent ihn anfängt, da rumzudrehen. Ich als YouTuber denke mir, gut, wenn du das möchtest, dann bitte, das ist jedem seine freie Entscheidung. Ich zwinge niemanden, meine Videos sich ständig anzugucken. Das ist immer eure Sache, das ist auch eure Entscheidung. Und ich danke euch auch dafür, für die ganzen Klicks, beziehungsweise für die ganzen Abonnenten, die ich da dazu kriege oder sonst irgendwas, die ganzen Likes. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen und ich finde, das sollte man auch wertschätzen und nicht irgendwie auf eine Person drauf beziehen, auch wenn ich jetzt 14.000 hätte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt auf jeden Fall, es geht einfach darum, dieses Mobbing. Dieses Mobbing als 30-jähriger Mann gegenüber einem 8-jährigen. Der 30-jährige Mann hat eine Community von 14.000 Leuten. Oder, ja, scheißegal, 14.000 Leute. Und die sollen alle ein kleines Kind mobben. Also, das ist Mobbing in Großeinsatz. Und ich finde, das ist schon mehr als kriminell. Also, ich mag auch nicht Leute, die jetzt da irgendwelche Leute auf andere Leute drauf hetzen. Also, finde ich, sind unten durch. Und deswegen habe ich Mickey Blue zum Beispiel auch irgendwann... Ja, habe ich ihn auch einfach nicht mehr gemocht. Also seine Videos waren auch irgendwann, naja, ist ja auch egal. Ich finde ihn als Person, finde ich ihn mittlerweile abgehoben und arrogant. Und ja, daran sieht man, was Erfolg in YouTube, beziehungsweise noch nicht mal als Erfolg, sage ich jetzt mal, ich als ja kleiner YouTuber sage Erfolg in diesem Sinne, was das alles so ausmacht. Er ist arrogant geworden. Ich weiß nicht, ob das immer so war. Also ich fand das am Anfang nicht so. Und am Anfang war der echt cool drauf. Und mittlerweile ist das, naja, langer Rede, kurzer Sinn, wie gesagt. Ich habe auf jeden Fall ein Foto, ich habe auf jeden Fall nochmal eine Nachricht gekriegt. Zwei Minuten, das ist schon fast rekordverdächtig. 2 Minuten, nachdem ich den Post gesetzt habe. Wie gesagt, Jungs, da war keine Kritik drin, da war nichts drin. Ich habe nur das gesagt, was ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe, von wegen, dass er nicht alles auf eine Person da sich sitzen lassen soll und dass er auch vielleicht auch nicht darauf antworten soll und dass er, ja, sich nicht bedrohen lassen soll von so einer Sache. Auf jeden Fall habe ich eine Nachricht gekriegt von Mickey Blue, 2 Minuten, nachdem ich den Post gesetzt habe und da stand drin, wortwörtlich, Block ist hier. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, was soll ich von einem Typen verlangen? Jungs, ich bin 23 Jahre, ich bin fast 24 Jahre. So, und ey, da kommt ein 35-jähriger Mann, der vielleicht geistig ein bisschen jünger ist oder so. Ich weiß es einfach nicht. Ich will jetzt auch keine falschen Vorurteile machen oder so. Aber da ist keine Kritik dran und er blockt mich. Weil, keine Ahnung, Mickey, wenn du das siehst, sag mir bitte, warum hast du mich überhaupt blockiert? Weil du jetzt weil dieser Post einfach die Wahrheit war oder sonst irgendwas? Schreib's mir auf jeden Fall unten in die Kommentare oder mach ein Video. Ich erwarte so oder so von dir, dass du ein Video machst. Also so wie ich das so beefmäßig von den anderen YouTubern mitgekriegt habe, machst du so oder so zu allen Video. Von daher, ich persönlich greife dich nicht an. Deinen Kanal greife ich auch nicht an. Dein privates Leben will ich auch gar nicht angreifen. Es geht mir einfach nur darum, deine Art und Weise. Und ich finde, ja, die Leute haben es nicht verdient, so behandelt zu werden von dir. Schreib einfach gar nichts drauf zurück. Und ich glaube auch wirklich, dass du mich beleidigen wirst oder sonst irgendwas du willst. Ich werde auch dicke Dislikes hier und Kritiken und Hater werde ich hier auf meinem Kanal haben. Das ist mir schon bewusst. So, und ich setze alles auf eine Karte, denn ich habe Eier in der Hose. Und setz dann halt meinen YouTube-Kanal drauf. Das sind halt nur 60 Abonnenten. Aber Junge, solltest du wirklich, ja, wie soll ich das formulieren? Solltest du wirklich meinen, mir persönlich an die Wäsche ranzugehen? Ich weiß nicht, wie ich das dann so nennen soll. Das ist keine Drohung oder sonst irgendwas. Aber es geht einfach nur darum, dann bist du für mich kein gestandener YouTuber oder sonst irgendwas. Es gibt so viele GTA-YouTuber, die 1000-mal besser sind. Selbst wenn die Beef haben, die machen keine Videos darüber, die ignorieren es. Weißt du, die ignorieren es einfach. So, und schneid dir mal eine Scheibe davon ab und ja, und dann Mergerize, deine ganzen Shops, die du da am Anfang hattest mit Mützen für 40, 50 Euro oder sonst irgendwas, ist natürlich auch in die Hose gegangen. Wie gesagt, das ist ein komplettes Video nur über Mickey Blue, die wirkliche Wahrheit über ihn. Ich habe wirklich lange daran überlegt, ob ich sowas machen werde. Nur allein durch diesen Blog, weil er einfach meint, mich zu blockieren, wegen ein Kommentar, was noch als Kritik ist, finde ich, ist der Bogen überspannt. Deswegen kommt auch einfach dieses Video und ich bin auch echt am Überlegen, ob ich dich vielleicht auch anscheiße bei Rockstar mit der Begründung, dass du Unlock ausverkaufst. Jeder weiß, dass es ex-
extrem illegal ist und schädigend für Rockstar. Ich bin da echt am Überlegen, ob ich das auf Flame machen sollte, denn die anderen YouTuber machen es auch, aber mich interessiert das da nicht. Und du bist einfach jetzt in diesem Punkt, du hast jetzt einfach diesen Punkt erreicht, wo du ja verbal alles, ja, alles abkriegst. Du kriegst einfach alles ab. Ja, aber was soll ich dazu sagen? Dein findet nice Scheiß. Ganz ehrlich, warum ist wohl dein Jungs, wenn ihr Abonnenten von Mickey Blue seid, ne, dann fragt euch eins: Warum ist sein Wasserzeichen, ne, also sein Wasserzeichen, was auf dem Video drauf ist, nicht auf dem YouTube-Video, sondern auf seinem Video drauf ist, warum ist das wohl so riesengroß? Das, ihr könnt ihr euch eins fragen, nicht weil er, ich werde es euch einfach beantworten, nicht weil er so ein großes Ding braucht, nein, weil er andere Wasserzeichen aber töten möchte. Jedes Wasserzeichen ist meistens unten rechts, was er sich da raussucht. Ansonsten hast du oben rechts oder unten links oder ist auch scheißegal. Auf jeden Fall, er sucht sich die Wasserzeichen raus, beziehungsweise setzt einfach sein Wasserzeichen oben drüber an. Das ist mir schon so oft aufgefallen, ob das von irgendwelchen anderen deutschen YouTubern sind, ich will jetzt echt keinen Namen nennen, oder von irgendwelchen anderen YouTuber und setzt sie dann mit der vollen Frechheit, ja, findet nice Scheiß, was ich hier für euch gefunden habe, auf Facebook, finde ich eine bodenlose Frechheit und ja, wenn man einen Slogan hat, dann sollte man denen auch gerecht sein und auch dementsprechend die Wahrheit raushauen. Und nicht hier, ich suche jetzt 5 Minuten auf YouTube und suche mir das beste Video jetzt auf jeden Fall raus oder so. Funktioniert so nicht. Und da finde ich, dann sollte man seinem Motto treu sein oder einfach mal sein Motto komplett ändern. Falls ihr mir nicht glaubt, checkt auf jeden Fall, vergleicht die Videos und Jungs, seid nicht so geblendet und sagt nicht, ja, du lügst doch nur oder so. Nein, ich lüge nicht. Und wenn mir das keiner glaubt, dann tut's mir leid. Ich packe jetzt einfach hier aus, was Thema Mickey Blue angeht. Vielleicht habe ich am Ende des Videos vielleicht auch für euch noch Überraschung, denn ich war nicht alleine, sondern ich habe noch ein paar anderen Leuten, habe ich auf die Suche geschickt, bin ich ganz ehrlich, ich werde die Jungs nicht erwähnen, denn die sind halt Abonnenten von dir und ja, wie soll ich sagen, sie mögen dich, aber die Leute sind ganz meiner Meinung nach, die haben nicht mein Dings kommentiert oder sonst irgendwas, die haben das nur gelesen, weil ich denen das halt gezeigt habe und ja, sie sind auch felsenfest der Meinung, dass du es sehr schön findest, was am Ende des Videos auf jeden Fall da ankommen wird. Deswegen, wir haben echt lange recherchiert und gesucht und getöpfelt und ja, also ich freue mich schon auf das Ende des Videos und ja, kommen wir zu seinem Verhalten. Sein Verhalten, wie gesagt, zwischen 30 und 35 Jahre schätze ich ihn persönlich ein. Ich weiß halt natürlich nicht, wie alt er ist, aber sein Verhalten ist eher kinderhaft und kinderhaftes Verhalten wird ab und zu ja gefeiert, aber nicht für einen erwachsenen Mann. Und das erklärt auch, dass dieses Verhalten mir gegenüber, von wegen Blog ist hier und jeder, der jetzt sein Kommentar liked, wird auch geblockt, auf gut Deutsch gesagt oder so. Das habe ich früher im Kindergarten gemacht und ich denke, jeder andere auch, um einfach zu zeigen, dass man Boss ist oder sonst irgendwas. Also ich als Kind habe das damals gemacht, als Kind. Das war vor 10, 12, 13 Jahren her. Also so lange ist das schon her, wo ich das letzte Mal oder so ungefähr, wo ich das generell gemacht habe. Aber mit einem Mann von 30 Jahren oder über 30 ist das schon eine Sache für sich. Oder er hat ja ein Video hochgeladen vom Weg mit der Frau und die hatte da Nippel und er sagt so, oh ja, guck dir mal steifen Nippel an und die Mumu und so. Ey, das sag ich nicht. Das sag ich einfach nicht. Das sag ich auch nicht, wenn ich da jetzt für ein Video und da gucken so 12-jährige Kinder mein Video an. Mache ich nicht, gibt es nicht. Weißt du, dann sage ich einfach, guck dir mal das Ding da an, weißt du, oder sonst irgendwas. Oder guck dir mal die Nippel an, weil schon steif oder so, ne, aber nicht, oh, guck dir mal diese Nippel an, so steif. Das kommt so rüber, als ob du jetzt gleich da, die auf gut Deutsch gesagt, einen runterholst und dir gleich dann kommst auf dein Avatar oder sonst irgendwas. Das ist meine Meinung nach deinem Commentary, was einfach so abgeht und ja, wie gesagt, dein Verhalten ist fragwürdig für dein Alter und dein Status auf Facebook als GTA-YouTuber, als kleinen GTA-YouTuber, also von der kleinen GTA-Szene, sage ich jetzt mal, einer der größten. Ich meine, du hast immer noch größere, du weißt selber, wer es ist, die anderen wissen es, wer es ist, aber du bist aus der kleinsten GTA-Szene der größte YouTuber und ja, hast es natürlich etwas gebracht, aber dein Stil oder so ist einfach nur fragwürdig. Also, ja. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar einfach das Beef anzetteln gegen anderen
anderen YouTuber, ob es jetzt Peter Mupfel ist oder Matrix oder wie sie alle nicht heißen. Ich weiß nicht mehr, ob du Beef mit Matrix hattest. Ich habe da irgendwas mitgekriegt, aber ob das so ist, sind meine Erinnerungen schwach, sag ich jetzt einfach mal. Aber trotzdem, Beef anzetteln gegenüber anderen YouTuber ist natürlich eine coole Angelegenheit, ne? Wenn man ein bisschen Fame haben will, deswegen mache ich das Video hier zum Beispiel, denn ich habe hier keinen Bock drauf, hier auf irgendwelche Fame oder sonst irgendwas. Wie gesagt, wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, ich werde jetzt einfach nur hier die Wahrheit über Mickey Blue auspacken und das Maß ist einfach voll und dann hat sich die Sache. So, aber Beef anzetteln, damit man überhaupt irgendwas kriegt und dann zu behaupten, die hätten dich bedroht oder sonst irgendwas. Junge, mach dir doch nicht ins Hemd. Du weißt ganz genau, dass das Ganze alles nur über YouTube war oder sonst irgendwas. Und deine ganzen Abonnenten, ich würde sogar sagen, ein Teil hatet dich oder so. Die gucken nur einfach deine Videos, beziehungsweise haben dich abonniert und sind Totabonnenten mittlerweile. Und haben dich nur abonniert, weil einfach dieser Beef mit den ganzen anderen YouTuber da waren und die haben vielleicht dich gefeiert, weil sonst irgendwas war, weil du irgendwelche Verlosungen oder so gemacht hast, die da so oder so nicht ganz koscher ablaufen. Meiner Meinung nach persönlich. Deswegen hast du wahrscheinlich auch so viele Abonnenten, weil findet nice, scheiß, kann ja auf jeden Fall nicht das Ding sein, warum du dich alle abonnieren oder sonst irgendwelche Glitche, die du klaust oder sonst irgendwas. Ich glaube nicht, dass es der Grund sein wird, sondern einfach nur wegen deiner Gewinnspiele und wegen deiner Unlock All. Kann auch vielleicht sein und vielleicht, weil sie dir auch vielleicht ein bisschen näher sein wollen und hoffen, dass durch die ganzen Abonnenten, dass sie vielleicht ein bisschen Vergünstigung kriegen als jetzt andere Leute, die kein Abonnent ist. Ist aber auch egal. Wie gesagt, deine Videos sind für mich sehr monoton, denn herzlich willkommen hier bei Mickey Blue findet nice Scheiß für euch. Oder wie war das? Ich muss jetzt selber überlegen, denn dein Outro habe ich echt nicht im Kopf, denn wie gesagt, ich habe deine Videos schon seit längerem nicht mehr angeguckt, weil ich dich einfach nur noch verabscheue. Und genau, nur zusammen sind wir Mickey Blue. Ja, ey, ganz ehrlich, wenn ich das meinen Abonnenten hier vorsetze, ne, nur zusammen sind wir LP Brummi, ne? Ja, was meinst du, was für ein Theater es gibt, wenn ich jetzt das einmal auslasse oder sonst irgendwas? Du glaubst oder so nicht an deinen Abonnenten oder sonst irgendwas. Das ist genau das gleiche wie mit deinem Shop, der da versagt hat. Du bist nur einfach aufs Geld aus. Und Vaterschaftsurlaub, welches Vaterschaftsurlaub? Ich dachte, dein Sohn ist ein bisschen älter. Das ist aber eine andere Sache. Also, da will ich nicht weiter drauf eingehen. Und es tut mir leid, dass ich jetzt gerade auch deinen Sohn erwähnt habe, denn das ist wieder persönlich und das ist auch privat und ich finde, das geht mich nichts an. Aber hör auf rumzulügen oder sonst irgendwas. Dann sei wenigstens ehrlich, hab die Eier in der Hose oder sonst irgendwas. Hau es auf jeden Fall raus und ja, Junge, das kann doch nicht wahr sein. Also ich bin sauer enttäuscht von dir und als YouTuber schäme ich mich natürlich, auch wenn ich nicht in deiner Szene drin bin, sondern eigentlich in meine Rallye-Serie, beziehungsweise eine Rennserie. Aber das ist erbärmlich. Das ist richtig erbärmlich. Meine gesamte Meinung über dich. Ich bin jetzt mittlerweile am Ende angelangt und ich finde, ich habe jedes einzelne Thema angesprochen, was ich hier aufgeschrieben habe, denn ich bin, ohne dass ihr es gemerkt habt, habe ich jedes einzelne Thema angesprochen und ja, habe einfach einen flüssigen Übergang geschafft, so dass ich jedes Thema einfach erwähne und wenn es noch 2-3 Mal ist, dass ich das Thema erwähne, ist ja auch scheißegal. Aber jetzt kommt meine Meinung zu diesem Typen und da seht ihr das Bild ganz kurz und wieder weg. Ich glaube, es ist Mickey Blue. Wie gesagt, meine ganzen Leute haben recherchiert und gesucht und unglaublich. Und ihr wolltet Mickey Blue sehen und er sagt dann ab 1 Million Abonnenten. Jetzt habt ihr das bei 14.000 Abonnenten, beziehungsweise bei 59 Abonnenten bei mir auf dem Kanal. Auf jeden Fall eine coole Sache. Vielen Dank nochmal an meine Jungs, die sich da wirklich reingehauen haben und sich das Bild rausgesucht haben, beziehungsweise da echt spioniert. Oder spioniert haben und hast du nicht gesehen. Echt eine starke Leistung von meinen Jungs. Vielen, 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 vielen Dank, die natürlich nicht im Video erwähnt werden möchten. Aus einem einfachen Grund, da sie Mickey Blue einfach abonniert haben und trotzdem mir helfen. Mickey, da siehst du mal, was für Abonnenten du Möglichkeit hast. Von wegen, alle Abonnenten von mir sind treu oder so. Nein, das ist ein Scheiß. Das ist alles Schein und so. Also, ich will da nicht weiter drauf eingehen. Vielleicht sind das auch einer deiner engsten Abonnenten oder so. Ich werde da nicht drauf eingehen. Mach dir auf jeden Fall Gedanken über deine Abonnenten und was für eine Meinung sie über dich haben. Falls das wirklich sein solltest, habe ich dich jetzt einfach mal hier rausgehauen und tut mir auf jeden Fall leid. Aber es blieb mir keine andere Möglichkeit, dich irgendwie bloßzustellen und dich irgendwie genau so zu treffen, wie ich das gerne für richtig halte. Deswegen, und meine gesamte Meinung über dich ist, nur zusammen sind wir. Mickey Blue ist der totale
Humbug, der totale Blödsinn. Du bist ein egoistischer Typ und denkst wirklich nur an dich. Alle andere Leute vielleicht aus deiner Umgebung. Familie will ich nicht so sagen, aber Umgebung, was Abonnenten bzw. was YouTube angeht, ob es ein Chris ist, der ja immer schön fleißig dabei ist bei deinen ganzen Glitches und ja, ich glaube einfach, das ist alles Fassade und es interessiert dich einfach nicht, was andere Leute so über dich denken. Und so denke ich auch, bist du auch so ein Typ, also dieses Video, du wirst ein Video dagegen machen, das weiß ich, das hast du, glaube ich, bei jedem einzelnen Video gemacht, der vielleicht ein bisschen Kritik dir gegenüber geäußert hat, hast du auf jeden Fall, bist du richtig immer ausgerastet und hast immer ein Video dazu gemacht. Und ich denke, du wirst ein Video machen und ganz ehrlich, ich werde damit rechnen. Ich werde mir das Video auch angucken und ich werde es auch vielleicht kommentieren oder so, um einfach mal sonst irgendwas, keine Ahnung, ich will damit nichts beweisen oder so. Nicht, dass du denkst, dass ich hier jetzt meine, oh, guck mal, Mickey Blue hat mir jetzt ein Diss-Track gemacht oder so und hat jetzt Beef mit mir. Nee, das interessiert mich nicht, weil du bist für mich einer, ja, du bist nicht in meiner Community und meine Community, da weiß ich, ja, die gucken, weil es denen gefällt und nicht, weil ich irgendwelche Sachen verkaufe oder Sachen verlose, die so oder so nicht koscher ablaufen. Deswegen, das ist meine Meinung zu dir. Werd erwachsen, lass dich auf jeden Fall nicht von irgendwelchen Kindern, sag ich jetzt mal, irgendwie unter Druck setzen oder sonst irgendwas. Das ist ein gut gemeinter Tipp von mir zu dir. Und wenn sie dich deabonnieren, dann soll sie es machen. Und wenn sie ihre 100 Freunde Bescheid sagen, ist es nur so ein leeres Gelaber oder sonst irgendwas. Und wenn, Alter, dann verlierst du 100 Abonnenten, ist das so tragisch? Also, ich meine, ich habe noch niemals 100 Abonnenten und wäre froh, wenn ich 100 Abonnenten hätte. Aber es ist doch nicht tragisch mit einer Anzahl von 14.000 Leuten oder knapp 15.000 Leuten. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier Schlussstrich machen. Ich warte auf euch, ich warte auf die ganzen Haterwelle. Ich bin da echt sehr gespannt und lass mich mal überraschen, wie viele wirklich von Mickey Blue meinen, sich aufmischen zu lassen. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen bzw. Zuhören bei den knapp halbe Stunde lang Mickey fucking Blue findet nice fucking scheiß. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Natürlich ist das Video nicht monetarisiert, also ich will natürlich kein Geld dafür mit haben. Also wenn ihr jetzt meint, es sind 10.000 Aufrufe oder so. Nein, ich werde dieses Video nicht monetarisieren, denn ich bin nicht so geldgeil. Das ist die andere Sache. Ich erwarte nichts von meinem YouTube-Channel. Also ich mache die Videos, weil es mir Spaß macht, weil ich Hobby habe, weil ich mein Hobby bzw. zum Nebenberuf mache. Deswegen, also wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, smash auf jeden Fall einen Like-Button. Falls ihr Verbesserungen oder selbe Meinung seid wie ich, lasst es mich auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen. Falls ihr nichts weiter verpassen wollt, in Thema Need for Speed, Drive Club, The Crew oder sonst irgendwelche Rennspiele, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Das war das erste und auch das letzte Video über Mickey Blue. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch für wirklich das lange Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ciao.